In den Tälern im Schwarzwald und auf der Alm bleibt der Nebel heute hängen. Im Rest von Baden-Württemberg viel Sonne und bis 14 Grad. Morgen auch erstmal dicker Nebel, dann aber mal wieder viel Sonne und trocken bei 16 Grad. Am Montag auch länger neblig, dann so, ich zeige euch hier mal kurz, in welche Flussmontagen ich normalerweise fische. Kommt ein bisschen noch auf den Fluss an. Zum Beispiel am Main habe ich eigentlich sehr gerne Safety Clips gefischt mit Kugelblei. Muss man sagen, Main ist in dem Frankfurter Raum, wo ich an den Plätzen gefischt habe, auch ein bisschen hängerträchtig. Das heißt, da hat man schon mal ein Blei, das sich zwischen die Steine einklemmt. Das heißt, ich will das Blei verlieren, damit ich nicht die ganze Montage im Wasser lasse, an denen sich dann ja, entsprechend auch Fische dran aufhängen oder dergleichen. Das heißt, ich will das Blei verlieren. Da ist Safety Clip natürlich die richtige Wahl. Man sollte grundsätzlich den Safety Clip mal ausprobieren, auf dem trockenen Blei einklinken. Und große Problematik ist, dass die meistens zu stabil sind. Wir wollen am Fluss eigentlich in Zugrichtung das Blei loswerden. Das funktioniert eigentlich mit den Safety Clips im Normalfall gar nicht. Dann müssen die schon extrem schwach sein, damit sie hier reißen. Typischerweise könnte man zum Beispiel das Blei mit einer dünnen Monofilen anknoten, die man mit der Hauptschnur, die man auf der Rolle hat, sprengen kann. Weil es geht darum, im Fluss hat man häufig irgendwelche Steine, in die sich die Schnur reinzieht und sich das Blei praktisch einklemmt. Oft ist dann mit Rütteln und Schütteln auch nichts zu leisten. Manchmal funktioniert es, wenn man die Schnur ganz oft locker lässt und wieder ranzieht, dass man irgendwann rauskommt. Aber häufig ist halt einfach das Blei die Sache, die festhängt, nicht mal der Haken. Und da brauche ich ein System, wo ich das Blei verliere. Aber eben nicht wie einen Karpfen, der flüchtet irgendwo rein und es rutscht in die Richtung raus. Sondern genau andersrum. Am Neckar, muss ich sagen, habe ich extrem wenig Plätze, wo ich wirklich schon mal Hängerprobleme hatte. Da fische ich auch gerne so ein kompaktes Inline-Blei. Das habe ich auch jetzt drauf. Klar, ein Stück Schutzschlauch drüber oder ein Leadcore kann man fischen. Ich habe meistens nur ein Stück Schlauch drauf, ein Inline-Blei und ein simples Vorfach mit No-Knot. Warum habe ich hier so Grundeln? Ist inzwischen in jedem größeren Fluss ein Riesenthema. Viele verfluchen sie. Allerdings muss man sagen, die Grundeln haben extrem positive Auswirkungen. Ich verfluche sie auch, wenn ich, keine Ahnung, mit kleinen Ködern angel und ständig so ein Vieh dranhängt. Allerdings, was die Raubfische angeht, auch was die Karpfen angeht, man hat das Gefühl, jeder Fisch profitiert von den Grundeln. Das ist eine Wahnsinns-Nahrungsquelle für sämtliche Räuber. Also die Räuber kommen richtig gut, also die Barsche und die Zander vermehren sich super, wachsen super ab. Auch die Karpfen hat man das Gefühl, dass selbst die sich von den Grundeln ernähren. Und oftmals ist es so, dass
ja, wenn man an einem Platz fischt, an dem so richtig gerade Grundelpest ist, dass genau an diesen Plätzen auch was läuft. Das heißt, wenn ihr an einem Platz hockt, ja, an dem nicht mal irgendwelche Nagespuren an den Boilies sind oder sich ab und zu mal eine Grundel dran aufhängt, dann ist höchstwahrscheinlich das gerade auch kein wirklich aktiver, guter Platz. So vom Gefühl und von Erzählungen auch von anderen, die ihre Erfahrungen an verschiedensten Flüssen gemacht haben. Von daher muss ich sagen, Grundelpest ja, aber irgendwo Grundelsegen auch. So, jetzt musste ich meine Route reinholen. Auch typisch Schleuse. Hier ist nun mal Bootsverkehr. Ganz so große Pötte kommen natürlich nicht so häufig, aber ja, mal schauen. Ich werde eine Route jetzt, wenn das Boot angelegt hat, in die Nähe des Bootes legen. Stündchen noch fischen. Das ist eben Flussangeln. Ein wenig unvorhersehbar. So. Schiffsverkehr gibt es halt leider auch. Jetzt wollte ich euch noch mal kurz zeigen, wie meine Montage aussieht. Das finde ich äußerst simpel. Wenn ich sie binde, fange ich an mit so einer Endschlaufe. Also mache die Ummantelung hinten ab, fange an mit der Schlaufe. Ziehe noch einen Stopper vorher auf. Das ist immer ganz praktisch, damit irgendwelche Köder hier nicht locker herumrutschen und bis zum Haken runterrutschen. Die kann ich dann damit super fixieren. Ich knote meinen Haken immer noch an. Das heißt, ich mache einen ganz simplen Überhandknoten und in diese Schlaufe platziere ich den Haken. Hat den Vorteil, man sieht es ganz gut, der Haken wird schön platziert. Man kann auch noch super das Vorfach verkürzen oder verlängern, indem man das ein bisschen locker zieht und hier drum wickelt, und trotzdem habe ich immer noch diese Fixierung. Das kann ich auch 4-5 Mal drum wickeln und trotzdem habe ich genau an diesem Punkt, wo der Knoten sitzt, habe ich den Abgang vom Haar. Wenn ich nur wickeln würde, ohne es zu knoten, dann rutschen mir diese Wicklungen hier vorne in den Hakenbogen rein, was da nicht mehr so schön ist. Ansonsten ist ein No-Knot. Am No-Knot selbst habe ich dann ganz gerne die Ummantelung dran. Dahinter ziehe ich dann die Ummantelung nochmal ab, einfach um die Beweglichkeit zu verbessern. Hab dann häufig noch, hier, das ist von Fox, solch ein, ja,
ganz eigentlich ist es für Pop-Ups gedacht. Ich beschwere grundsätzlich eigentlich meine Vorfächer, damit die gescheit aufliegen und nicht irgendwelche Schlaufen bilden. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorne natürlich Auftriebskörper verwenden würde, auch mit Mais, dann würde ich den hier sehr weit vorne setzen, um halt eben Pop-Up zu fischen. Aber in dem Fall sitzt der relativ mittig. Ja, am Ende kommt dann nur noch eine Schlaufe. Das ist mein ganzes Vorfach.